Herzlich willkommen und hallo zu unserem Online-Seminar. Diesmal geht es um Lehren im digitalen Klassenzimmer. Wie motiviere ich junge Schüler, online Arabisch zu lernen? Organisiert wie immer von der Expolingua und der Qatar Foundation International. Ja, ich bin Sebastian Schattenmann von der Expolingua. Wahrscheinlich kennen mich ja schon einige. Nun, die Schule hat ja in vielen Bundesländern schon begonnen. Und fest steht, dass das Thema Online-Unterricht uns ja noch eine ganze Weile begleiten wird. Das heißt, jetzt kann man sagen, nicht nur als kurzfristige und spontan organisierte Notlösung, wie kurz nach dem Corona-Beginn, sondern es wird ab jetzt zu unserer Unterrichtsnormalität dazugehören. Es wird den Präsenzunterricht nicht ersetzen, davon gehen wir alle aus, aber es wird auf jeden Fall ein Teil des Unterrichtssettings werden. Und das heißt auch im Prinzip, dass alle Fragen, die uns eigentlich immer beschäftigen bei der Unterrichtsgestaltung, die muss man jetzt auch extra in Bezug auf das Online-Setup stellen. Und ja, ganz wichtig dabei natürlich die Frage nach der Motivation der Schülerinnen. Das ist ja immer eine Schlüsselfrage. Wie kann ich meine Schüler motivieren? Wie kann ich sie mitnehmen? Wie kann ich ihre Begeisterung wecken? Wie kann ich sie bei ihren Interessen, das heißt da, wo sie sind, wo die Schüler sind, abholen und für meinen Unterricht interessieren? Und ja, online ergibt sich da natürlich eine ganz neue Situation, an die wir uns auch immer noch erst gewöhnen müssen. Also zum Beispiel, man ist nicht mehr im gleichen Raum. Die Schülerinnen sind ja je in ihrem eigenen Raum und das erzeugt, wie wir wahrscheinlich alle wissen, viele Ablenkungsmöglichkeiten, mit denen ich als Lehrer auch klarkommen muss. Also wie schon da geschrieben, der Papa, der im Hintergrund kocht oder die Schwester, die nebenan telefoniert, damit muss man erstmal klarkommen. Dann, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel ganz neue Gruppen bilden. Die Klasse als feste Gruppe ist ja auch bestimmt durch den gemeinsamen Raum im Klassenzimmer und den gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Das heißt, es sind auch neue Formen der Interaktion möglich. Es gibt Quizze, Spiele, man kann mit Fotos, mit Videos arbeiten. Davon werden wir auch noch einiges hören. Und ganz allgemein natürlich, man muss als Lehrer mit der Situation umgehen. Also auch mit Technikausfällen, mit Hintergrundgeräuschen. Man muss gelassen bleiben, wenn etwas nicht klappt. Kennen Sie sicher alles. Alles ganz viele spannende Fragen und ja, ich freue mich super auf die Sitzung. Und bevor wir starten, noch wie immer ganz kurz was zum Ablauf. Wie immer, also zu sehen und zu hören, sind die Redner und ich der Moderator. Und Sie haben die Möglichkeit, und bitte nutzen Sie die Möglichkeit auch, mit den Rednern per Chat zu kommunizieren. Das heißt, Sie können im Chat zum Beispiel Fragen stellen, die ich dann den Rednern vorlesen werde. Wenn Sie das tun, ganz wichtig, bitte wählen Sie die Option Versenden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Also nochmal, Versenden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer, damit es nämlich nicht nur wir lesen können, sondern alle lesen können, also alle Zuschauer auch. Und ja, wie immer, bitte beachten Sie, wir haben wahrscheinlich nicht Zeit für alle Fragen. Deshalb lassen wir den Chat nach der Veranstaltung noch kurz offen, sodass Sie da noch weiter sprechen können. Und wir werden die Veranstaltung aufzeichnen. Darauf möchte ich einmal hinweisen. Und ich möchte auch ganz kurz darauf hinweisen, dass die bisherigen Veranstaltungen und die Aufzeichnungen der bisherigen Veranstaltungen auf der Website der Qatar Foundation International einsehbar sind. Genau. Jetzt sind wir eigentlich startklar und ich wünsche uns allen viel Spaß und natürlich jetzt freue ich mich besonders, unseren ersten Redner an Bord zu holen. Das ist Pascal Possler, ein ehemaliger Teach First Deutschland Fellow und Gründer des Bildungsfestivals, der sich viel beschäftigt hat mit Grundlagen und Ideen zur Motivation. Und ja, Pascal, wir freuen uns auf deinen Beitrag. Dankeschön, ich freue mich auch sehr gerne. Danke für die nette Begrüßung. Ich mache direkt mal meinen Bildschirm ein. Bildschirmfreigabe. Ich glaube, ihr seht es, oder? Sehr gut. SchülerInnen-Motivation. Ich versuche euch in ein paar Minuten eine kurze Zusammenfassung von der Psychologie der Motivation zu geben, die euch hilfreich sein könnte, sodass sie auch anwendbar ist. Dabei werdet ihr wahrscheinlich ein paar Sachen lernen, was man vielleicht gar nicht tun sollte, was hilfreich ist, was gar nicht hilfreich ist. Und am Ende möchte ich noch ein Tool an die Hand geben, mit dem ihr besser die Ziele eurer SchülerInnen und vielleicht auch eure Ziele beleuchten könnt. Und dann gehen wir mal durch. Motivation. Das einfachste Modell von Motivation wäre, ich habe die Motivation und so komme ich jetzt zu meinem Verhalten.
Jeder, der versucht hat, mehr ins Fitnessstudio zu gehen, aufhören zu rauchen oder was weiß ich zu tun, weiß, dass das so nicht funktioniert. Nur weil ich etwas tun möchte, heißt das nicht, dass ich das verändern möchte. Zum anderen habt ihr noch das zweite Problem, dass nicht alle, die im Unterricht sitzen, haben immer die größte Motivation wahrscheinlich. Das heißt, nicht nur, wenn die Motivation da ist, ist es schwer, sondern auch, wenn die Motivation nicht da ist. Ich möchte, um das nochmal zu erschweren, wir kommen da gleich nochmal raus, Hoffnung ist trotzdem am Ende des Tunnels, möchte ich Motivation einmal in zwei Abschnitte einteilen. Das ist, haben vielleicht manche schon gehört, das ist die extrinsische und die intrinsische Motivation. Was bedeutet das? Extrinsische Motivation ist die Motivation, die ich tue, weil ich es muss, weil ich dafür was bekomme. Also ich bekomme eine Belohnung oder eine Strafe. Intrinsische Motivation ist, ich tue es, weil ich Lust darauf habe. Ein Beispiel, das nehme ich mal vielleicht direkt aus einer Studie. Extrinsische Motivation, oder wenn man eine Studie macht mit Kindern, indem man sagt, so, hier gibt es eine Aufgabe, löst sie doch bitte. Und ein paar Kindern dafür gibt man entweder Noten, Süßigkeiten, Geld, wie auch immer. Das kann man mit Erwachsenen machen, das kann man mit Kindern machen und den anderen gibt man gar nichts. Was man sieht, ist, die eine Belohnung dafür bekommen oder eine Strafe, werden sehr viel schneller, sehr viel besser als die anderen. Was man aber auch sieht, ist, dass sobald man diese Belohnung wegnimmt, sind die eine Belohnung bekommen haben oder eine Strafe, haben dann überhaupt keine Lust mehr drauf. Und auch wenn man sie fragt, sagen die, ich bin überhaupt nicht motiviert. Während die Kinder, die anderen hier, die intrinsischen, die nichts dafür bekommen haben, wenn man es von der Note ausgehen würde, ganz okay sind, so im Zweierbereich, aber auch nicht die Lust verlieren, wenn die anderen die Süßigkeiten nicht mehr bekommen, sondern sogar sagen, nö, irgendwie macht mir das Spaß, aber ich muss mich jetzt auch nicht überanstrengen. Das dazu. Jetzt habe ich gesagt, naja, ihr habt aber auch Kinder, die gar keine Motivation haben. Was kann man da machen? Viele Menschen versuchen zu sagen, okay, wir machen eine gute Mischung daraus. Das heißt, man kann sowas machen wie, kennt ihr das, man macht es spaßiger, man macht es lustiger, man macht Wettbewerbe. Die können, weil ich habe meinen SchülerInnen in Psychologie angeboten, dass wenn die irgendwas richtig, bei einem Quiz, wenn so und so viele das richtig machen, dann male ich eine Sache an die Wand, die erraten müssen oder die müssen mir sagen, was ich malen soll. Irgendwie, das war dann irgendwie so, dass ich halt klar mache, okay, diese Belohnung ist tatsächlich nicht dafür da, dass ihr es macht, aber die Belohnung ist dafür, dass es dann mehr Spaß macht. Und so bekommt man dann dieses dahin. Und wie kommt man dann am Ende zur intrinsischen Motivation? Findet etwas, woran die Kinder Spaß haben. Wenn ihr am Anfang ich glaube, sehr viel Motivation liegt auch im Anfang, wenn man versteht, warum Kinder da sein wollen oder warum sie nicht da sein wollen, was ihnen aber Spaß machen würde stattdessen, kann man diese Sachen alle mit reinbringen. Und man weiß, manche wollen lieber was mit ihren Freunden machen, dann kann man ja mal gucken, gibt es nicht, wollen die Arabisch sprechen, dass man was mit denen zusammen machen kann und das alles so ein bisschen differenzieren kann. Also von exzellenter Information zu Sachen, die Kinder berühren und irgendwie dann doch Spaß machen. So, aber wie gesagt, das ist ja nicht alles, weil Motivation bringt nicht zum Verhalten. Ganz unten seht ihr übrigens auch die Studie dazu. Ich glaube, ich würde euch das so nah beibringen, dass ihr gar nicht dieses ganze Ding dazu lesen müsst. Ich habe gesagt, Motivation führt nicht zu Verhalten. Was noch und was hilft eigentlich noch mehr? Meistens, wenn Leute sagen, okay, wie kann ich denn mehr motivieren, ist die beste Antwort gar nicht, okay, du musst denen halt mehr zeigen, was gut ist, sondern gib den Kindern mehr Gelegenheiten und gib denen mehr Fähigkeiten. Ihr seht ja diese beiden Pfeile, die sofort auf Gelegenheit, auf Motivation mit einwirken. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Beispiel hier, seht ihr das Fahrrad? Ich hoffe, das seht ihr, weil ich sehe das gerade kaum, weil die Kamera da ist, aber ich glaube, ihr seht das. Ihr seht da jetzt ein Fahrrad. Wie würde das Modell da funktionieren? Das Verhalten ist, das Kind oder die Person kann Fahrrad fahren. Jetzt sagen wir, das Kind hat die Motivation, Fahrrad zu fahren. Allein die Motivation bringt halt nichts, wenn man nicht die Gelegenheit, wie zum Beispiel das Fahrrad hat. Bringt auch nichts, wenn man keine Freunde hat, die eine Tour machen. In der Regel, sagen wir, da wird jetzt Volleyball stehen, dann wird das auch nichts bringen, wenn die Freunde nicht mitmachen. Das bringt auch nichts, wenn man
überhaupt gar kein Fahrrad fahren kann bei sich in der Umgebung, weil es keine Fahrradstrecken gibt. Gelegenheiten müssen auch eingebaut werden. Umso mehr Gelegenheiten da sind, umso mehr wird die Motivation. Ein Kind, das natürlich die riesige Motivation hat, Fahrrad zu fahren, wird auch Fahrrad fahren, wenn da keine Fahrradstrecke ist, selbst wenn die Eltern das verbieten. So, um das nochmal zu zeigen, wie Motivation und Gelegenheit da zusammenspielen. Und dann am Ende, wenn die besten Fahrradstraßen gibt, du hast einen Parcours vor deiner Tür und du hast die Motivation und du kannst es nicht, dann kannst du es halt nicht. Das heißt, das musst du auch lernen. Und vielleicht auch zu lernen, wie kann man das reparieren und so weiter. Jetzt hoffe ich, steht da das Richtige. Ich habe einen Freund von mir gefragt, der Arabisch spricht und hat gesagt, da steht jetzt arabische Sprache. Wie würde das da funktionieren? Ihr seid ja die besten Experten und wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, oh, vielleicht ist das gar nicht. Ich versuche es mal. Allein die Motivation, Arabisch zu sprechen, hilft nicht, wenn man niemanden hat, der einem hilft. Man kann aber sehr viele Möglichkeiten geben. Wenn man weiß, dass das Kind arabische Freunde hat, dass es gerne Fernsehen guckt, dass es viele Spiele spielt und so weiter, kann man vielleicht Übungen machen, dass man sagt, mach doch mal eine Challenge, mach doch mal dein Telefon eine Woche auf Arabisch und wir gucken weiter. Oder irgendwelche Sachen, die einem da gefallen. Wenn man die Fähigkeiten sich ansieht, kann man gucken, okay, und da habe ich jetzt auch ein bisschen intrinsische Motivationsübungen mit reingebracht, naja, macht man halt einen Wettbewerb, macht man Spiele dazu und Erkundung, um das besser zu lernen und vor allem zu fragen, wie viel möchtest du lernen? Und dann kommen wir nämlich auch schon zum nächsten. Ich habe eben kurz schon mal gesagt, ich glaube, sehr viel macht auch aus, was man am Anfang macht. Das kann man natürlich auch zwischendrin alles machen, aber die Kinder kennenzulernen, kann einem sehr viel bringen, den besten Unterricht zu machen, dass das Kindern auch gefällt. Das hier ist eine Methode, die nennt sich Mental Contrasting oder auch WOOP genannt, weil man nicht nur, man guckt nicht nur auf die Wünsche, man sieht sogar, dass es gibt ja immer in diesen ganzen Magazinen steht, aber du musst halt nur positiv denken und dann erreichst du deine allergrößten Ziele. Was wir aber sehen, ist, dass wenn man nur fantasiert über seine größten Ziele, erreicht man seine Ziele meistens gar nicht, beziehungsweise man fühlt sich schon sehr gut dadurch, dass man nur überlegt hat, ach, wie wäre es denn, wenn ich der perfekte arabisch sprechende Mensch wäre, dann ist man schon eigentlich recht zufrieden, wenn man weiß, wie sich das anfühlt. Oder reich oder was weiß ich für Dinge. Was man nämlich tun muss, man muss das mit der Realität eingleichen. Ich würde euch mal fragen, vielleicht hat jemand ja jetzt Lust mitzudenken, was denn dein Wunsch ist, hier zu sein? Und dann könnt ihr das, oder warum bist du hier, was erwünschst du dir daraus? Oder was wünschst du dir für deinen Arabischunterricht? Kannst du jetzt mitschreiben, musst du nicht, kannst du auch nachher machen. Das ist tatsächlich die erwiesenste Methode, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Das kann man für das benutzen, mittlerweile auch ganz viele Online-Kurse, wer Coursera und Udemy und so weiter kennt. Das ist tatsächlich die Methode, die auch benutzen. Was viele nicht machen, ist, die zeigen das nur am Anfang und nicht nochmal zwischendrin. Ich glaube, das ist sehr wichtig, damit man auch dabei bleibt. Das Ding ist, man versucht sich erst zu überlegen, und das könnt ihr nämlich eure Kinder fragen, was ist denn euer Wunsch hier? Der kann ein sehr profaner Wunsch sein, wie ich möchte Spaß dabei haben oder ich möchte mit meiner Oma häufiger sprechen können, weil die Arabisch spricht, oder ich möchte auf Arabisch im Restaurant bestellen können. Wo ich jetzt schon in das Ziel abgedriftet bin. Und dann überlegt man, was ist denn das Ziel? Was ist denn das Hauptverhalten, was mich zu diesem Wunsch bringen würde? Und dann eben nicht dabei stehen zu bleiben, sondern zu überlegen, naja, was hindert mich denn daran? Was ist jetzt gerade die Sache, wo ich mich am meisten daran hindere? Das kann dann tatsächlich sein, dass das Kind sagt, ich bin zu faul, ich habe keine Zeit, keinen Bock. Ich bin doch noch viel zu jung, wie auch immer, ihr kennt das besser als ich. Dann darauf einzugehen, vielleicht sogar Gruppen zu machen mit den Kindern, die dann mal überlegen, naja, wie kann man diese Hürde überwinden, was bedeutet diese Hürde? Weil keine Zeit oder faul ist meistens nicht der volle Grund, das kann man hinterhergehen. Nachhaken bringt was und eigentlich helfen Kinder sich auch sehr gerne dabei. Ich habe das die letzten 3 Jahre mit SchülerInnen von 7. bis 11. Klasse sehr viel gemacht.
Und am Ende macht man sich einen Plan. Naja, wenn es denn überhaupt nur mein Wunsch ist, dass ich das und das schaffe, dann wie überkomme ich denn diese Hürde, dass ich das mache? Und das wäre der Teil dazu. Und auch zu wissen, jedes Kind, jetzt kann ich das wieder nicht sehen, jedes Kind hat andere Ziele und Wünsche, wenn es diese formuliert, kannst du ihm oder ihr besser helfen, darauf einzugehen. Und das Kind nennt die eigenen Prioritäten, was es erreichen will. So kriegt man auch mehr Empathie zwischen den Kindern hin. Wenn du deinen Wunsch auch nochmal machen möchtest. Und jetzt wäre ich bereit für Fragen oder wo ich vielleicht zu schnell drüber gegangen bin, nochmal nachzuhaken. Ich sehe den Chat leider nicht. Noch nicht. Ich mache mal meine Kamera vielleicht aus. So. Möchte mir jemand eine Frage stellen? Also, der Chat ist übrigens, wenn du da runter gehst, das ist auch vergrößert. Ich hoffe, du. Ja, genau. Aber ich starte jetzt einfach mal ein bisschen. Also, ich finde das super. Was ich eigentlich für mich jetzt sozusagen als allererstes mal mitgenommen habe, ist, dass ich sehr interessant finde, auch den Weg sozusagen über die Nicht-Motivation zu gehen. Also wirklich zu fragen, okay, was ist denn eigentlich das Hindernis oder warum bist du denn nicht motiviert? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich irgendwie Alltagserfahrung von den Lehrern und normalerweise wird das halt sozusagen irgendwie hingenommen als irgendwie schweigender Background und das explizit zu machen sozusagen und damit zu arbeiten und zu sagen, okay, du hast jetzt keine Lust, du hast keinen Bock, warum denn eigentlich nicht? Und kann man sozusagen daraus irgendwie auf einen positiven Weg kommen. Ist natürlich super, ich meine, hört sich in der Theorie erstmal super an, ist sicher praktisch schwer umzusetzen irgendwie oder nicht immer leicht umzusetzen auf jeden Fall, aber ist natürlich schon, also sowas habe ich nicht erlebt auf jeden Fall als Schüler, wenn ich mal aus meiner eigenen Perspektive sprechen darf. Also das ist sicher ein super Ansatz. Also. Ja, also ich glaube, tatsächlich haben wir es wahrscheinlich bei guten LehrerInnen alle schon mal erlebt, aber wir erinnern uns nicht daran, weil wir uns sofort mitgenommen fühlen. Also man nimmt das nicht wahr, als der Lehrer will jetzt sagen, dass ich keine Motivation habe. Also ich habe vielleicht ein Beispiel. Ich gebe nebenbei Schaffrundfahrten als Hobby an Schulklassen und dann frage ich auch mal am Ende, naja, warum seid ihr denn hier oder warum seid ihr nicht hier? Und dann hat einer gesagt, naja, ich will schlafen. Und dann ist auch voll cool. Und dann können wir zusammen die Tour machen unterwegs, fahren auch ab und zu Betten rum, vielleicht finden wir die ja, dann kannst du fragen. Und am Ende war sie die allermotivierteste, weil sie sich halt super mitgenommen gefühlt hat und das Gefühl hat, okay, da hört man zu. Ja. Genau, jetzt gibt's hier ein paar Fragen. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken. Eine Frage, die lese ich mal einfach so vor, die ist natürlich jetzt, die führt ein bisschen aus dem Motivationsproblem auch ein bisschen raus, aber hat auch damit zu tun auf jeden Fall. Du siehst sie vielleicht auch selbst, die Frage, viele Kinder und auch mein Sohn haben Konzentrationsprobleme, unabhängig von Motivationen. Was können wir da machen? Ist natürlich jetzt auch gerade, wenn ich es auf den Online-Bereich wieder beziehe, irgendwie, also das ist ja ganz oft, ich meine, man ist halt plötzlich nur vom Bildschirm und irgendwie wird abgelenkt oder ja, sozusagen ganz, ganz viele andere Sachen irgendwie schieben sich in den Vordergrund irgendwie. Obwohl man eigentlich motiviert ist, man will es eigentlich machen, aber irgendwie ist einfach sozusagen der Fokus oder der ganze Hintergrund einfach zu vielfältig. Ja, mein persönliches Hauptproblem, weil mir das dauernd passiert. Meistens sind die Kinder ihre eigenen besten Experten. Also ich glaube, deswegen ist es wichtig, dieses Hindernis zu haben und zu sagen, okay, mein Hindernis ist, ich habe selbst leichtes ADHS. Mir wurde immer gesagt, jetzt konzentriere dich doch endlich mal. Und dann denkst du, okay, ich weiß halt nicht so genau, wie das geht. Aber dann halt irgendwann wirklich darüber nachzudenken, naja, was ist das denn, was mich so daran hindert? Ah, die Konzentration. Und was bedeutet, also wie habe ich selbst gelernt, diese Konzentration hinzubekommen und das in kleinere Teile zusammenzubringen, zu sagen, okay, vielleicht bin ich auch gar nicht beim Unterricht dabei, sondern ich hole mir Aufgaben ab und suche mir einen ruhigen Ort. Das sind, also ich glaube, diese Freiheiten auch zu lassen, zu überlegen, okay, wie kann ich diese Hürde überbrücken? Und wenn es natürlich, also wenn das eine Person ist, die sich einfach nicht, also wo es tatsächlich ins starke ADS reingeht, dann braucht man Unterstützung von auch anderer Seite. Aber wenn es halt einfach nur um die Konzentration geht, dann
dem Kind zuhören und wirklich dieses Gespräch führen. Hey, wo hast du denn gemerkt, dass du dich konzentrieren kannst? Meistens ist das bei Computerspielen. Oder worin gehst du denn auf und so weiter. Und dann zu überlegen, okay, jetzt siehst du hier, kannst du dich nicht konzentrieren, wo du Lust hast. Wie kannst du diese Hürde überbringen, um zu deinem Verhalten zu kommen? Das hat er oder sie sich ja vorher definiert, dass mein Verhalten ist, ich möchte sprechen können. Ja. Ja, ich denke auch, ich kann mir auch eben gut vorstellen, dass auch ein wichtiger Punkt ist, dass man dann auf eine gleiche Ebene kommt mit dem Schüler. Der Schüler nicht nur das Gefühl hat, da ist der Lehrer, der ist ganz woanders und sozusagen, sondern der geht wirklich auf meine Situation ein und sieht, ich habe jetzt gerade keine Lust. Und irgendwie, das ist dann der erste Schritt, das zu verändern, möglicherweise auch. Genau, aber es ist natürlich auch, vielleicht noch eine Sache, schwierig oder, sorry, ja. Du wolltest irgendwas sagen, glaube ich, ne? Oder? Ja, ich habe dich und wir haben uns gegenseitig unterbrochen beim Digitalen. Was wollte ich sagen? Genau, also aus eigener Erfahrung habe ich gesehen, dass wenn Kinder wissen, dass ich ihre Ziele und ihre Probleme kenne und weiß, dass die daran arbeiten wollen, dann sind die auch kooperativer. Also zum Beispiel die Hauptsachen, weil ich war jetzt an der Schule halt und nicht online, aber Kinder kommen dauernd zu spät oder vergessen irgendwas zu machen. Und anstatt zu sagen, du, ganz schön böse, ich rede jetzt mal mit deinen Eltern darüber, was wir wahrscheinlich alle wissen, dass das keine Konsequenz hat, außer dass die Kinder einen nicht mehr mögen und noch weniger machen, in der Regel, zu fragen, hey, guck mal, ich habe gemerkt, dass du jetzt dreimal gefehlt hast, woran liegt das denn? Was ist denn da deine Hürde? Also was möchtest du eigentlich erreichen und woran liegt das, dass du immer zu spät kommst? Und dann zu gucken, na okay, wenn es daran liegt, dass du dein Computer so lange dauert anzumachen, wenn es daran liegt, dass du noch essen musst, daran kann man ja arbeiten. Dann guck doch mal, ob du nicht früher isst, ob du nicht früher deinen Computer anschaltest oder dir einen Wecker stellst. I don't know. Ja, genau. Da müssen dann die Eltern helfen, ne? Das ist ja jetzt nicht, da war ich Klassenlehrer. Ja. Das kann man ja mit dem Kind auch sagen, hey, anstatt zu sagen, hey, wie böse, dass du das jetzt machst, das Gespräch mit den Eltern wird man wahrscheinlich eh führen, kann man sagen, fragst du mal deine Eltern oder soll ich deine Eltern fragen, ob sie dabei helfen, dich zu erinnern? Das ist ja eine Möglichkeit, anstatt böse zu sein. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist dann sowieso, das führt uns ja dann zu weiteren Fragen, also zum Beispiel, wie man die Eltern mit einbeziehen kann in diese ganze Geschichte, weil das ist natürlich auch super wichtig. Und natürlich auch, also was ein Punkt, den ich auch noch, also über den ich noch gerne sprechen würde, ist auch, dass man auch das nicht berücksichtigt, dass man den Lehrer nicht überfordert damit. Weil ich meine, natürlich ist es quasi sozusagen die ganze Unterrichtsgestaltung und die ganze sozusagen irgendwie, die Motivation ist ohnehin schon schwer genug herzustellen. Und sozusagen, wir wollen ja natürlich, wir wissen auch über die begrenzten Ressourcen, die der Lehrer hat. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass der Lehrer dann ein mögliches Scheitern oder Negativerlebnisse da nicht persönlich nimmt, sondern sozusagen auch da sozusagen gelassen damit umgehen kann. Das ist auch ganz wichtig. Man darf immer sagen, ich kann damit gerade nicht umgehen. Also ich habe das häufiger mit meinen Schülern gemacht und gesagt, so, das ist mir jetzt, also tut mir leid, aber heute geht einfach kein, also ich kann mit euch kein Unterricht machen. Wir können uns nächstes Mal darüber unterhalten, aber diesmal müssen wir das anders machen. Ich glaube, weil das bringt ja auch nichts, wenn man darüber schreibt und dann eigentlich keiner Lust hat und alle so tun, als würden sie arbeiten. Oder man kann sofort sagen, man muss drüber reden. Aber das ist jetzt nicht, okay, wie habe ich weniger Arbeit? Wenn wir diese Zielsetzung gemacht haben, ich komme aus einem anderen Kontext, ich kann das nur Tipps geben, wie ich das machen würde, wenn ich das übertragen würde. Wir haben das immer mit den Eltern und den Kindern zusammen gehabt, die Zielsetzung. Das waren dann keine Ziele, wie kann ich besser in Mathe werden, sondern das waren tatsächlich Ziele, die sich selbst gesetzt haben. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, liebe Eltern, kommt doch bei dem ersten Mal mit, aber hört euren Kindern nur zu, wenn die Kinder das möchten. Das ist immer die Gefahr, dass die Kinder dann sich nicht Sachen trauen zu sagen, das muss sich jetzt die Person, die den Unterricht gibt, überlegen. Aber auch, man kann das auch nachher sagen, dass man sagt, teilt das mit euren Eltern, guckt doch mal, dass das hinkommt. Und gibt da, also hier, wenn wir, ich weiß nicht, man sieht meinen Screen noch, ne? Gebt euren Kindern Gelegenheiten, gebt mit euren Kindern an Orten, an denen sie mal Arabisch sprechen können. Fragt doch mal eure Kinder, ob wir nicht mal ein arabisches Frühstück machen und da dann nur Arabisch sprechen. Ich weiß, voll viele Kinder, die ich hatte, die Englisch besser lernen wollen, haben gesagt, die gucken unglaublich gerne Fernsehen.
dann mach das doch auf, also nicht, also was ich mal Arabisch, ich hätte es Englisch auf Englisch mit englischem Untertitel gemacht, weil man so am besten reinkommt. Aber das gibt es wahrscheinlich auch mit Arabisch und arabischem Untertitel. Oder Kinder, die gerne lesen, lesen mal ein Buch. Kauft euren Kindern Bücher, selbst wenn sie die nicht lesen. Kauft euren Kindern mal eine DVD. Kauft ihnen ein Kinderbuch. Oder fragt nach der arabischen Karte, wenn ihr irgendwo essen seid. Also ich glaube, dass da können die, also die Eltern müssen helfen, eben um mehr Motivation zu haben, mehr Gelegenheiten zu geben und mehr an den Fähigkeiten zu arbeiten. Ganz genau. Ich habe jetzt, ich gucke jetzt gerade noch in den Chat. Ja, ich habe, es ist eine sehr konkrete Frage, aber da ist natürlich ein ernster Hintergrund, würde ich mal sagen. Also ich, vielleicht siehst du sie auch. Was kann ich machen, damit mein Sohn nicht aus dem Fenster guckt, wenn seine Lehrerin mit ihm redet, zum Beispiel? Also sozusagen das, die ganz konkreten Fragen, ja, wie gehe ich als Lehrer damit um am besten? Ich meine, wenn ich jetzt ganz strikt das. Also ich glaube tatsächlich, würde ich das mit meinen Kindern dann benutzen, mit meinen Schülern, dass ich dann sagen würde so, hey, kannst du gerade zuhören? Also es kann ja auch sein, es gibt Kinder, die gucken lieber weg, aus was für Gründen auch immer, und hören trotzdem zu. Dann, wenn das der Fall ist, kann man sagen, okay, können wir was finden, damit ich auch weiß, dass du mir zuhörst? Oder halt auch irgendwann, mir bedeutet das sehr viel, dass du mir zuhörst, das kann man ja auch sagen. Und dann muss man halt einen Kompromiss finden, dass das Kind noch mal zuhören kann. Oder das Kind sagt, nee, ich kann mich halt gar nicht. Also, dass man wirklich fragt, so, was ist hier gerade deine Motivation? Also, kannst du gerade zuhören? Ist das überhaupt möglich? Willst du mir zuhören? Woran liegt es, dass es nicht geht? Und dieses Gespräch wirklich mit dem Kind führen. Ich denke auch, dass, also, ja. Und wenn nochmal eben dieses, also in Bezug auf Gespräch führen, dass das eben ein wichtiger Punkt ist, wirklich auch die Sache explizit zu machen. Das ist jetzt für mich, also wenn ich jetzt gefragt werden würde, ich will das ja auch nochmal in die Runde stellen, sozusagen, was denkt ihr denn sozusagen, was jetzt für euch irgendwie quasi eine Art von Erkenntnis war oder eine Art von, was ihr mitnehmt von dem Gespräch. Also was ich mitnehme zum Beispiel ist, glaube ich, der Punkt, dass man sozusagen von dem, dass man die negative Motivation nicht unterschlagen sollte, sondern dass die sozusagen wirklich als Fakt da ist und dass man, wenn man sie explizit macht, sozusagen den ersten Schritt machen kann, um das zu ändern. Und wenn man sie immer nur im Hintergrund lässt und sozusagen, das ist ja aus meiner Unterrichtserfahrung ganz oft der Fall, dass die Lehrer wissen, okay, die Leute sind nicht motiviert, ich mache meinen Stiefel jetzt trotzdem und schaue halt, dass ich irgendwie durchkomme, dass dann eben das nie aufgebrochen wird. Und das ist wahrscheinlich irgendwie auch mal, tut wahrscheinlich auch ein bisschen weh, tut auch dem Lehrer ein bisschen weh zu hören, dass Leute wirklich einfach konkret keinen Bock haben oder keine Lust haben. Aber der Schüler fühlt sich da dann irgendwie plötzlich ertappt oder auch dann irgendwie in seiner Situation ernst genommen und man kann dann so eine Art, wie so eine Art Wette, ich schaue mal, vielleicht kriege ich dich doch, vielleicht schaffe ich es irgendwie sozusagen, dich irgendwo hinzukriegen. Und das geht eben erst dann, wenn man auf diesem gleichen Level ist. Das, aber ist natürlich wieder super anspruchsvoll und klar, man darf auch dem, man muss auch sehen, ja, wie kann man das wirklich praktisch umsetzen. Ist sehr schwierig, aber irgendwie ist, finde ich, eine schöne Gedanke auf jeden Fall. Ich hab tatsächlich Schüler gehabt, die, weiß ich nicht, ein Jahr lang nichts gemacht. Also meistens die Kinder, die aus sehr strengen Ländern kamen, also wo die Schule sehr streng war, Brasilien, was hatte ich noch, Serbien, waren die Kinder, die sehr lange nichts gemacht haben bei uns in der Schule, wenn die, weil das alles, die mussten das alles selbst aussuchen, was die machen. Und die waren halt so, genau was ich gesagt habe, ne? Die waren halt immer extrinsische Motivation, dann ist die weggefallen und haben die halt gar keine Lust mehr. Und aber wenn man diese Kinder dann hat, werden das eine der motiviertesten Kinder. Aber die brauchen halt einfach viel, viel länger, weil die erstmal dieses Vertrauen haben müssen, dass die wissen, okay, ich bekomme keine Strafe oder hier, ich mache das alles nicht nur für eine Belohnung, sondern ich mache das für mich. Ja, ich kann Sie nur aufrufen, auch sich zu beteiligen im Chat. Wir können aber das auch sozusagen am Ende nochmal sozusagen irgendwie die Frage stellen, auch sozusagen, was Sie jetzt als Teilnehmer sozusagen daraus mitnehmen und wo Sie denken, okay, das ist für mich jetzt irgendwie so eine Art Anstoß, sozusagen irgendwas zu verändern oder über irgendwas nochmal nachzudenken. Das können wir auch gerne sozusagen am Ende nochmal wiederholen oder auch sozusagen dann während des nächsten Vortrags. Ich würde dann jetzt mich zunächst mal bedanken bei dir, Pascal. Vielen Dank. Es war sehr interessant, sehr erhellend irgendwie jetzt auch für mich persönlich.
und würde dann zunächst mal zur nächsten Rednerin übergehen. Die kennen viele von Ihnen auch schon von den letzten Sitzungen. Das ist Paula Rötscher, eine Arabisch-Dozentin an der Universität Erfurt und an der Volkshochschule Würzburg. Und sie ist Studentin im Master Arabistik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und ich kann auch ankündigen, dass sie ab nächster Woche selbst unterrichten wird, und zwar 6. bis 11. Klassen an der Salzmann-Schule in Schnepfenthal. Paula Rötscher, ich freue mich, dass du da bist wieder und ja, freue mich sehr auf deinen Beitrag. Ja, vielen Dank. Sebastian, kann man mich schon sehen? Vielleicht müssen wir den geteilten Bildschirm noch ausmachen von Pascal. Ja, richtig, genau. Pascal, ja, jetzt glaube ich, müsste es besser. Ja, jetzt kann man dich sehen, genau. Ja, wunderbar. Sehr gut. Danke für die nette Vorstellung, Sebastian. Ja, also einige von Ihnen und von euch kennen mich schon vom vorletzten Webinar. Ja, Thema ist heute Motivation. Ich unterrichte und habe unterrichtet Erwachsene und auch Kinder teilweise. Ich würde kurz eingehen auf die Problemfelder, die ich beobachtet habe, was Motivation angeht, also wo überhaupt Hürden liegen auf Seiten meiner Schüler und auch von mir, also von meiner Seite aus im Online-Unterricht und auf Seite der Eltern, und dann ein paar praktische Beispiele teilen, die wir bei mir im Unterricht machen und die manchmal mehr, manchmal weniger klappen, aber grundsätzlich schon dazu beitragen, dass die Schülerinnen motiviert bleiben im Arabischunterricht. Das größte Problem hat Sebastian eigentlich schon angesprochen, und zwar Ablenkung. Ich glaube, wir kennen das alle, die mittlerweile online unterrichtet haben. Meine Schülerinnen hören total viele Geräusche bei sich im Haus. Es kann sein, dass die Eltern rein und rauskommen. Zudem ist natürlich die Tatsache gegeben, dass sie am PC sitzen oder am Telefon und dann oder am Handy und dann gleichzeitig Nachrichten kriegen von ihren Freunden auf WhatsApp oder auf Snapchat oder auf Facebook oder wo auch immer und dadurch abgelenkt sind. Also es geht viel bei mir im Unterricht darum, erstmal diese Ablenkung so gut es geht zu minimieren. Ein wichtiger Teil liegt da, glaube ich, bei den Eltern, denn ich hatte das jetzt schon mehrmals, dass die Eltern das Gefühl haben, dass sie nicht genau wissen, was im Online-Unterricht passiert und das gerne besser nachvollziehen wollen und deswegen mit im Zimmer sitzen. Und bei jüngeren Kindern hat es manchmal gut geholfen, aber gerade bei älteren Schülern ist es eigentlich mehr Ablenkung als alles andere, vor allem wenn die Eltern nebenbei noch was anderes machen und alle 10 Minuten oder so mal reinkommen und fragen, was machst du gerade, was lernt ihr gerade? Also immer, wenn ich meine Schüler quasi in die Lernzone gebracht habe, dann kommen die Eltern und bringen so ein bisschen Unruhe rein. Ich weiß, dass das auf keinen Fall mit Absicht ist, aber das könnte vielleicht ein Gespräch sein, das man mit den Eltern führen könnte. Wo kann das Elternteil hilfreich sein, den Online-Unterricht zu stützen, und wo muss dann aber auch die Grenze sein? Denn im Endeffekt, glaube ich, liegt auch ein großes Motivationsproblem bei meinen Schülern darin, dass sie nicht denken, dass die gleiche Disziplin herrscht in meinem Online-Unterricht wie im Präsenzunterricht, was aber nicht stimmt. Also ich habe trotzdem die Erwartungshaltung, dass sie mir zuhören, wenn ich spreche, und dass ich ihnen auch zuhöre, wenn sie sprechen. Und da kann es manchmal helfen, wenn man sagt, du bist jetzt zwar in deinem Zimmer zu Hause, das ist nicht unser gewohnter Klassenraum, aber trotzdem erwarte ich genau das Gleiche von dir. Und wir sind in einem Arbeitsmodus, in einem Arbeitsraum, und da darf es keine Ablenkung geben, auch keine Eltern, die quasi hilfreich, aber dann irgendwie unhilfreich versuchen, sich zu beteiligen. Und bei mir als Lehrkraft ist das hauptsächliche Motivationsproblem, ehrlich gesagt, die Tatsache, dass im Online-Unterricht schon viel schiefgegangen ist und vermutlich weiterhin auch schiefgehen wird. Manchmal liegt es einfach nur an der Internetverbindung, die sehr schlecht sein kann. Manchmal liegt es auch daran, dass man angenommen, ich habe eine ganz tolle Aktivität geplant und dazu brauche ich eine Webseite und die Webseite lässt sich dann aber nicht öffnen an dem Tag. Das heißt, ich muss mindestens einen Plan B haben, am liebsten noch einen Plan C. Und das war am Anfang für mich das größte Problem, einfach diese Vorbereitungsleistung, die man machen muss, damit der Online-Unterricht funktioniert, dass man immer auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Und manchmal fühlt man sich, glaube ich, ein bisschen wie ein Alleinunterhalter statt einfach nur Lehrer. Gerade im Online-Unterricht, weil man nicht diese direkte Rückmeldung von den Schülern hat, wie sie gerade drauf sind, ob sie gerade noch mitmachen, wie sie gerade noch mitmachen. Und das kann auch, glaube ich, für die Lehrkraft ein bisschen frustrierend sein. Aber so in den letzten Wochen und Monaten haben sich manche Sachen gezeigt, die uns, also die mir und meinen Schülern geholfen haben. Das Erste, was wir oft tun, ist, dass ein Schüler bestimmt wird, zum Beispiel in der Stunde bevor, der dann den nächsten Unterricht beginnt, und zwar mit einem virtuellen Hintergrundbild. Also viele kennen das sicherlich auch, zum Beispiel bei Zoom.
kann man statt jetzt mein Zimmer im Hintergrund zu sehen, auch ein virtuelles Bild haben. Und da sind, also meine Schüler sind da komplett frei und können irgendein Bild aussuchen. Die einzige Bedingung ist, dass sie darüber auf Arabisch sprechen am Anfang der Stunde. Also das kann ein Bild der Familie sein oder vom letzten Urlaub oder von den Hobbys oder das Lieblingsbuch. Also ganz egal, Hauptsache danach wird vielleicht 2-3 Minuten auf Arabisch kurz gesprochen. Und so ist quasi der Schritt in den Unterricht kommen von meinen Schülern. Ich fange nicht sofort an zu reden und irgendwas zu präsentieren, sondern meine Schüler sind die, die zuerst beginnen. Und da kommt schon mal ein Level von Motivation, weil sie wissen, dass sie von der ersten Sekunde an gefordert sind und sich nicht einfach zurücklehnen können, sondern ich erwarte sofort von ihnen einen eigenen Beitrag. Und genauso versuchen wir auch, den Unterricht regelmäßig zu durchbrechen mit Beiträgen der Schüler. Also da kann man auch, das kann man spontan machen, das kann man aber auch natürlich vorher bestimmen, wer an dem Tag sozusagen verantwortlich ist. Und dann wissen wir, dass irgendwann, sagen wir mal, nach dem ersten Drittel der Stunde oder so, dann die 3 bis 5, sagen wir mal, flexible Minuten kommen. Und dann kann ein Schüler ein Lied präsentieren oder einen Witz, den er irgendwo gesehen hat auf Arabisch oder irgendeinen Post von den sozialen Medien oder was auch immer. Aber wieder ist dann dieser Schüler gefragt, uns etwas, also irgendwas beizutragen zu unserem Unterricht und weiß dann auch von Anfang an, ich komme heute dran, ich habe was beizutragen, ich bin nicht nur passiver Zuschauer. Und das ist eigentlich mein Anspruch an meinen Unterricht, soweit es geht, dass es sehr interaktiv ist und dass meine Schüler die ganze Zeit so aktiv wie möglich mitmachen müssen und dadurch wissen, ich muss motiviert hier sitzen und ich kann nicht einfach abschalten, weil ich früher oder später entweder was gefragt werde oder einen Beitrag leisten muss. Dazu gehört natürlich auch, dass ich versuche, dass im Online-Unterricht Gruppenarbeit und Partnerarbeit so gut weiterläuft wie möglich. In den meisten Anwendungen, also jetzt auf Zoom zum Beispiel oder auch bei BigBlueButton, das manche Universitäten verwenden, da kann man kleine virtuelle Räume erstellen und dann eben die Schüler können dann in Gruppen zusammenarbeiten. Und was wir neulich im Unterricht gemacht haben, ist, dass wir 3 Lektionen wiederholen wollten auf unserem Buch. Und dann hatten wir 3 Gruppen und jede Gruppe hat quasi die Verantwortung getragen für eine Lektion und hat dann alle wichtigen Inhalte, alle wichtigen Vokabeln und grammatischen Strukturen aus dieser Lektion in einem Dialog angewendet und den dann vorgestellt, dem Rest der Klasse. Und das ging virtuell genauso gut wie im Präsenzunterricht. Und es war schön, weil meine Schüler voneinander gelernt haben. Also ich war eigentlich überhaupt nicht beteiligt, außer dass ich nur eingegriffen habe, wenn irgendwas wirklich falsch verstanden oder falsch erklärt wurde. Aber auch dadurch, meine Schüler wussten, okay, wir müssen alle etwas tun und wir müssen uns hier aktiv beteiligen und wir müssen auch aktiv Dinge wiederholen, die wir schon gelernt haben, weil unsere Mitschüler sich auch auf uns verlassen. Also damit nicht die Verantwortung irgendwie nur da liegt, ja, ich will nicht, dass meine Lehrerin von mir enttäuscht ist, sondern ich habe auch einen Beitrag zu leisten meinen Mitschülern gegenüber und das ist auch ein anderes Level von Verantwortung. Ich glaube, Verantwortung kann auch Motivation hervorbringen und ja, meine Schüler dazu anhalten, gute Arbeit zu leisten. Und ich hatte das im letzten Webinar schon mal erwähnt. Und zwar bin ich der Meinung, dass ein besonderer Mehrwert, der sich durch den Online-Unterricht ergibt, die Möglichkeit ist, Gastredner einzuladen virtuell. Also so kennt man diese Möglichkeit ja eigentlich nicht, dass wir jetzt Arabisch-Muttersprachler aus allen Ländern theoretisch in unseren Unterricht holen können. Aber wenn der Unterricht eh schon virtuell stattfindet, dann kann man auch ganz einfach jemanden dazu einladen. Und dann hat man einen Muttersprachler, der mit meinen Schülern reden kann und sie können Fragen stellen zu allen möglichen Themen, können über verschiedene Länder lernen, können mit jemand anderem sprechen als immer nur mit mir. Und das, also die Rückmeldung von meinen Schülern war, dass das eigentlich das Motivierendste bisher war, diese Möglichkeiten, weil sie dann das Gefühl haben, endlich ihr Gelerntes anzuwenden mit einer ganz anderen Person, die sie nicht kennt und sie können sich nochmal komplett neu hervortun und sich dieser anderen Person präsentieren. Und auch Informationen erhalten, die sie vielleicht von mir auch nicht erhalten könnten. Und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir müssen uns virtuell treffen, wir können aber das sehr gut nutzen und aus diesem Alltag irgendwie entziehen und in diesen, sagen wir mal, 45 oder auch 90 Minuten virtuell in eine ganz andere Welt uns gemeinsam begeben. Und das kann quasi wie eine mini-virtuelle Reise sein, sage ich mal, dass man jemanden kennenlernt aus einem arabischsprachigen Land. Und das ist immer eine gute Möglichkeit, Schülerinnen zu motivieren, um ihnen zu zeigen, dass das auch gut funktionieren kann im Online-Unterricht. Und die andere Sache, und
Pascal hat es auch schon angesprochen und ich stimme ihm dazu, das muss nicht immer positiv sein, das kann durchaus auch negativ sein, aber ich glaube, man kann wohl durchdachte Wettbewerbselemente einbringen, also man könnte Aufgabenstellungen haben und Rätsel und Tests und solche Dinge, bei denen man dann vielleicht auch Punkte sammelt oder irgendwie Gruppen gegen Gruppen virtuell, ich möchte nicht sagen antreten, aber ja, irgendwie eine Art Wettbewerbssituation sind und dadurch die Schüler quasi nochmal anhalten, sich aktiv zu beteiligen und sich für ihre Gruppe positiv hervorzutun und dann kann es irgendeine Art Belohnung geben am Ende, obwohl ich das bis jetzt noch nicht in der Form so gemacht habe. Was aber abgesehen von jetzt irgendwie Belohnung oder Punkte sammeln, immer gut funktioniert, sind allgemein Tests und Spiele verschiedener Art. Und das Schöne ist, dass wenn man mehrere Plattformen benutzt und sich damit auseinandersetzt, dann lernt man irgendwann auch, welche Möglichkeiten quasi schon eingebettet sind. Zu diesem Zweck würde ich meinen Bildschirm kurz teilen wollen und ich denke, das sollte jetzt jeden Moment klappen. Ich schaue nochmal kurz und zwar hoffe ich, dass man gleich ein Bild sieht und ja, ich glaube, es lädt noch. Sebastian, vielleicht kannst du mir Rückmeldung geben, falls man es gar nicht sehen kann. Okay, also ich nehme jetzt einfach mal an, dass das jeder sehen kann. Das ist ein Screenshot aus Moodle, was, glaube ich, also das ist eine Plattform, die, glaube ich, auch einige an der Uni mit benutzen. Moment, ich muss kurz im Chat. Ja, wir sehen es. Okay, super. Und da bei Moodle, da gibt es ja immer die Möglichkeit, Beiträge zu erstellen, neue Themen zu erstellen und so weiter und so fort. Und da gibt es auch Aktivität oder Material anlegen. Und da sind schon Spiele integriert. Also man sieht das hier. Ich muss zugeben, dass ich bei Moodle das noch nicht mit arabischen Schriftzeichen probiert habe. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie dieses Geigenmännchen- oder Kreuzworträtselspiel zum Beispiel funktionieren könnte mit arabischen Schriftzeichen. Da bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt theoretisch die Möglichkeit. Und ich teile noch ein anderes Bild und zwar von OpenBoard, so heißt die Anwendung. Ich weiß nicht, wie viele die vielleicht schon benutzen, die ist eigentlich ganz simpel. Ich hoffe, dass man das gleich sieht und, Moment, ich muss nur gucken im Chat, dass niemand gesagt hat, dass man es nicht sehen kann. Okay, ich nehme jetzt mal an, dass das funktioniert. Okay, ja, und zwar OpenBoard kann man sich kostenlos runterladen und das kann man dann über jede Plattform drüberlegen. Also selbst wenn man auf Zoom unterrichtet oder auf WebEx, das ist egal, dann kommt OpenBoard einfach oben drüber. Und hier sollte man das sehen können, ich auf der rechten Seite. Das Menü ist jetzt nicht ganz ausgefahren, aber da ist so ein Menü bei OpenBoard auf der rechten Seite und da gibt es ganz viele integrierte Spiele, Multiple-Choice-Spiele, und Bilderrätsel und Audiorätsel und Satzteile zuordnen. Und da kann man wirklich ganz auch komplexe Spiele relativ leicht erstellen als Lehrkraft. Ich weiß nicht, ob man das hier gut lesen kann. Also das ist jetzt ein ganz, ganz simples Beispiel für Satzteile zusammenbringen hier oben. Oder zum Beispiel hier soll man Tiernamen oder Tierbegriffe auswählen. Also man kann da ganz viel spielen. Und das Schöne ist aber, dass das alles schon integriert ist in OpenBoard und dann direkt auf dem Bildschirm ist. Also da kann eigentlich nichts schief gehen, wenn man sich einmal eingearbeitet hat. Was auch grundsätzlich bei uns bis jetzt gut funktioniert hat im Unterricht, ist alles, was mit gemeinsamen Whiteboard-Übungen zu tun hat. Also man kann, also ich denke mal, das wissen die meisten von uns, man kann bei Zoom zum Beispiel dieses geteilte Whiteboard aufmachen oder ich könnte jetzt auch ein Bild teilen oder einen Zeitungsartikel oder eine Website, ist egal. Und dann haben alle Schüler theoretisch die Möglichkeit, diesen virtuellen Stift zu benutzen und damit zu kommentieren und mitzuschreiben. Und das haben wir jetzt schon auf mehrere Arten und Weisen ausprobiert. Zum Beispiel, dass wir einen Zeitungsartikel haben und dann sage ich drei Schülern, sie sind verantwortlich, alle Masterformen zu finden. Oder ich sage drei Schülern, sie müssen die Partizipien finden. Oder drei Schüler, sie sollen alle Verben unterstreichen und so weiter und so fort. Und das geht immer ganz gut, weil man kollektiv an dem gleichen Dokument arbeitet und ehrlich gesagt ist es logistisch einfacher, als wenn ich irgendwas an die Tafel projiziere und dann meine Schüler einzeln vorlaufen müssen, beziehungsweise jeder hat ein Arbeitsblatt und wir müssen dann einzeln ja, Annotationen vornehmen und irgendwie uns austauschen. Das geht viel leichter virtuell, weil man einfach sieht, was alle anderen machen gleichzeitig. Und das kann man natürlich abändern in ganz vielen Varianten. Also man kann auch ein Bild hochladen und einfach Brainstorming machen und meine Schüler schreiben
die ersten arabischen Wörter, die ihm dazu einfallen. Oder wir machen ein Mindmap zusammen. Ich gebe einfach nur den Oberbegriff für unseren Unterricht vor und dann kommen die ersten Assoziationen und wie können wir die vernetzen. Und das geht immer gut, weil die Schüler, von denen ich weiß, dass sie vielleicht nicht den gleichen Wissensstand haben wie andere Schüler, trotzdem mitmachen können. Also selbst wenn sie einfache Beiträge leisten, leisten sie noch einen Beitrag zum Unterricht und fühlen sich nicht unbedingt demotiviert, aber es ist auch nicht so peinlich, sage ich mal, wie als wenn ich sie jetzt an die Tafel bitten würde und jeder sieht sie und sie laufen da erst hin und dann wissen sie nicht, was sie schreiben sollen. Ich glaube, virtuell ist auch ein bisschen Anonymität gegeben, was manchen meiner Schüler eigentlich mehr hilft, als abträglich ist. Und wir machen teilweise auch Lückentexte zusammen. Also wenn ich einen Lückentext vorbereite und dann allen zeige, dann können wir den gemeinsam gleichzeitig ausfüllen. Das läuft auch immer sehr gut, einfach weil dadurch kollektive Motivation da ist, sagen wir es mal so. Und das hilft im Online-Unterricht, sich daran zu erinnern, wir sind immer noch eine Gruppe, auch wenn wir uns alle vielleicht ein bisschen alleine fühlen in unserem eigenen Zimmer. Ich muss sagen, also ich versuche einfach, den Unterricht kollektiv zu gestalten und kollaborativ und auch interaktiv und ehrlich zu sein mit meinen Schülern. Also es kam vorhin die Frage, was mache ich, wenn mein Schüler aus dem Fenster guckt und mir nicht zuhört oder solche Sachen. Also ich meine, ich bin nicht bei meinen Schülern im Zimmer und ich kann auch nur bis zu einem gewissen Grad irgendwas ändern an ihren Gegebenheiten. Aber es hilft, wenn wir ehrlich sind und ich sage, ihr müsst mir sagen, wenn ihr hibbelig werdet. Ihr müsst mir sagen, wenn ihr müde seid. Sagt mir, wenn ihr eine Pause braucht, sagt mir, wenn ihr was trinken wollt und ich sage euch das auch. Ich sage auch, okay, ich müsste jetzt ehrlich gesagt mal 2 Minuten durchatmen. Das ist immer besser, als wenn wir so tun, als wären die Gegebenheiten genauso wie im Präsenzunterricht, denn das sind sie ja nicht. Und ich glaube, Ehrlichkeit hilft da sehr im Online-Unterricht. Und ich vermeide einfach, wie gesagt, so viel Frontalunterricht wie möglich, sondern versuche, dass meine Schüler reden. Was oft gut ankommt, sind Audio- und Videobeiträge. Also wenn ich ein Video abspiele für alle, das kann man auch machen. Mit WebEx auf jeden Fall, mit Big Blue Button, das kennen vielleicht manche von der Uni, das geht gut. Also dass ich das Video abspiele und das Audio und das Video kommt genauso auch bei meinen Schülern auf dem Computer an. Das ist super, weil erstens durch das Video normalerweise die Konzentration tatsächlich gelegt wird auf den Bildschirm. Also meine Schüler gucken tatsächlich auch dahin, wo sie gucken sollen. Und wir machen dann oft einfach, zum Beispiel wir suchen eine Audiosequenz, wo ich weiß, die ist ein bisschen schwieriger. Und dann sage ich meinen Schülern, sie sollen mir schreiben, was sie denken, was sie verstanden haben. Und sie können mir das zum Beispiel im Chat schreiben, privat. Wir können es aber auch so machen, dass alle die Chat-Antworten sehen. Wir können es auch auf dem Whiteboard schreiben. Das kann man auch mit den Schülern aussuchen, was ihnen da lieber wäre. Aber das ist immer eine gute Übung, weil alle gefragt sind, weil ich von allen einen Beitrag erwarte. Und ohne das geht es auch nicht weiter. Also bis alle mir was geschrieben haben, mache ich auch nicht weiter. Das heißt, jeder muss sich konzentrieren gewissermaßen. Und wir lernen einfach, wir sehen gemeinsam, wo liegen die Defizite, wie können wir uns gegenseitig helfen. Das hat bis jetzt auch immer sehr gut geklappt. Und das Letzte, was ich noch zum Abschluss zeigen wollen würde, und vielleicht kennen manche auch schon diese Webseite, und zwar ist die von der Qatar Foundation International. Und da gibt es ein Programm, das wirklich sehr, also super gemacht ist und auch sehr niedlich ist. Das heißt Arabic Yoga. Ich hoffe mal, dass man das sehen kann. Und zwar, also hier oben ist auch die Browseradresse, die kann ich dann auch nochmal in den Chat schreiben später. Und das sind kleine Yoga-Videos, also auch wirklich gemacht für jüngere Kinder. Die sind alle nur so 5 Minuten lang und sind komplett auf Arabisch. Also alle Anweisungen sind auf Arabisch. Und dann macht man ein paar Yoga-Übungen. Und das ist natürlich super, um den Unterricht kurz mal zu unterbrechen und zu sagen, wir sitzen jetzt alle seit 45 Minuten vorm Rechner. Wir haben uns nicht bewegt. Ich bin müde, ihr seid müde. Wir machen jetzt mal was anderes. Und dann spiele ich das Video ab. Alle können es hören, alle können es sehen, alle können zu Hause mitmachen. 5 Minuten später kommen wir wieder zusammen und dann ist schon eine ganz andere Atmosphäre, weil wir einfach mal eine kurze Unterbrechung hatten, die aber sprachlich trotzdem relevant ist natürlich. Also die Webseite kann ich sehr empfehlen. Ja, also das wäre es grundsätzlich erstmal von mir, was die praktischen Beispiele angeht. Und ich freue mich auf jegliche Fragen, die es gibt, die ich vielleicht hoffentlich beantworten kann. Ja, Paula, Paula, wie immer, vielen, vielen Dank für diese wirklich große Fülle an Anregungen, die wir bekommen haben. Also
Ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt starten sollte. Ich hätte auch viele Fragen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Es gab im Chat eine ganze Reihe von ganz konkreten Fragen. Die will ich vielleicht auch ganz kurz erwähnen, jetzt unabhängig von den Fragen nach den Webseiten zum Beispiel. Das können wir dann im Nachgang nochmal klären. Ja, die kann ich gerne auch nochmal schreiben. Grammatik und mit der Schrift. Also nur ganz kurz vielleicht irgendwie. Wie haben Sie den Schülern die Schrift beigebracht, war eine Frage. Und eine Frage war auch, wird im Unterricht mehr Arabisch oder mehr Deutsch gesprochen? Das sind so klassische Fragen. Vielleicht nur ganz kurz, weil das eben jetzt von unseren Teilnehmern kommt. Deswegen möchte ich das nicht unterschlagen. Ja, ja, gern. Dann mache ich mal einfach alle Fragen kurz im Durchlauf. Also ob hauptsächlich Arabisch oder Deutsch gesprochen wird, grundsätzlich so viel Arabisch wie möglich. Natürlich mehr Arabisch, je mehr meine Schüler wissen. Also das weiß ich dann, was sie verstehen können und dementsprechend passe ich mich an. Aber auch im Anfangsunterricht sind die einfachen Anweisungen auf Arabisch natürlich. Grammatik erkläre ich grundsätzlich in Deutsch, muss ich sagen. Obwohl ich selbst auch schon im Unterricht saß, wo Grammatik auf Arabisch erklärt wird, was auch sehr sinnvoll sein kann. Aber das muss man, glaube ich, individuell einfach wissen, was die Schüler nachvollziehen können. Ob sie einen tatsächlich verstehen kann, man kann auch beides machen und dann kommt schon, sagen wir mal, 30% an bei der arabischen Erklärung und dann erklärt man es mal auf Deutsch. Ich glaube, da bin ich nur ein Beispiel, also da könnte jeder das anders machen. Schrift ist eine sehr gute Frage. Ich musste Schrift beibringen online, einen Kurs. Wir haben viel mit dem geteilten Whiteboard gearbeitet, ich habe viel vorgeschrieben. Meine Schüler haben auf Blatt, also auf Blätter und Papier nachgeschrieben und mir das dann abfotografiert und geschickt. Ich werde jetzt anfangen, einen Kurs zu unterrichten im Herbst wieder an der Uni Erfurt und da habe ich dann so ein mobiles Whiteboard hinter mir. Also dann muss ich nicht auf den Bildschirm schreiben mit einem virtuellen Stift, sondern tatsächlich mit einem Stift an eine Tafel, die man dann sehen kann hinter mir. Das hilft vielleicht dabei, meine Bewegungen nachzuvollziehen, hoffe ich zumindest. Ja. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich fand auch zum Beispiel, jetzt wenn ich von den ganzen vielen Sachen, die du erwähnt hast, auch zum Beispiel relativ am Anfang hast du das, glaube ich, gesagt, mit den Gastrednern zum Beispiel, finde ich auch schon eine wirklich großartige Möglichkeit, wo man eben auch sieht, dass da ist tatsächlich online was leicht herstellbar eigentlich, was ansonsten im Präsenzunterricht ja unmöglich ist. Ich meine, von den Kosten her und vom Aufwand her völlig undenkbar. Und irgendwie auch so ein schöner Schritt, dass man sagt, man will ja im Unterricht aus dem Unterricht raus und irgendwie in die wirkliche Welt und sozusagen irgendwie diese künstliche Unterrichtssituation verlassen, ist ja immer so ein Anhaltspunkt. Und das lässt sich dadurch, das kann ich mir super vorstellen. Ja, genau. Also ist wahrscheinlich auch nicht einfach zu organisieren. Immer, man muss den ja haben und man muss den irgendwie einladen und so weiter. Aber ja. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall, das ist für mich der größte Mehrwert. Was ich auch gesagt habe, ist, Online-Unterricht braucht sehr viel Vorbereitung. Gerade wenn man muss einfach viel organisieren, aber das muss man auch im Präsenzunterricht. Irgendwann wird es, glaube ich, auch leichter, je länger man das macht online. Aber das muss man sich, glaube ich, auch zugestehen als Lehrkraft und sagen, das ist eine andere Situation und ich kann nicht von Anfang an genau den gleichen qualitativ hochwertigen Unterricht machen wie vor einer Woche noch im Unterrichtsraum. Wenn man da flexibel bleibt, glaube ich, passt das. Und ich habe gerade gesehen, dass jemand gefragt hat, ob es um Arabisch als Fremdsprache geht. Also in meinem Fall ja. In meinem Fall, ich unterrichte nur Arabisch als Fremdsprache. Und ja, absolut. Also das alles zu realisieren ist schwer und das muss man auch nicht. Also wenn jeder eine Sache mitnimmt von heute, dann glaube ich, ist das völlig ausreichend. Und meine Unterrichtsstunden sehen auch nicht so aus, dass die alle von vorne bis hinten genauso ablaufen. Das wäre sehr unrealistisch. Ja. Hast du denn in der, das würde mich auch jetzt interessieren, hast du in der, du hast ja auch viel gesprochen von kollaborativen Ansatz und eben zu versuchen, dass die Leute trotzdem, obwohl sie eben an ihren einzelnen Laptops sitzen, was zusammen machen, ist ja auch super wichtig. Und dann gab es diesen Punkt mit den Spielen und den Wettbewerbsspielen. Das sind ja gerade so viele, also es gibt ja auch viele, auch gerade bei den Jungs, wenn die dann sozusagen Computerspiele haben, dann entwickeln die ihr Computerspiel-Ich und sozusagen werden sozusagen zum Wettbewerb irgendwie Fanatiker. Gibt es da ein Problem dabei? Hast du das irgendwie mal gehabt im Unterricht, dass da dann plötzlich so gewisse, sage ich jetzt mal, rüde Umgangsformen aufgetreten sind, wenn so ein Spiel zu agonal geworden ist oder zu wettbewerbsorientiert? Oder? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, im Online-Unterricht habe ich noch nicht so Wettbewerbe oder solche Sachen durchgeführt, weil ich auch logistisch noch nicht so genau wusste, was da die beste Möglichkeit ist. Im Präsenzunterricht, ja, manchmal ist das einfach zu antagonistisch, das will ich auch eigentlich gar nicht mehr im Unterricht. Also ich selbst bin auch nicht unbedingt Fan von Wettbewerbssituationen,
vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass meine Schüler die Dinge wissen, aber länger brauchen, um sie zu artikulieren oder einfach nochmal eine extra Minute brauchen, dadurch automatisch irgendwie außen vor sind, und das will ich eigentlich gar nicht, diesen Zeitdruck oder so zu schaffen. Aber in Gruppen ist es okay. Also wenn ich meine Schüler klug in Gruppen einteile, je nachdem, wie ich sie schon kenne, dann weiß ich, was da für eine Art Arbeit entsteht in der Gruppe. Und da könnte man dann vielleicht Wettbewerbssituationen schaffen, weil nicht jeder auf sich alleine gestellt ist, sondern ich weiß, dass auch meine, ich möchte nicht sagen schwachen Schüler, aber Schüler, wo ich weiß, ja, sind bestimmte Defizite, die können trotzdem noch mitmachen in der Gruppe und sich sinnvoll einbringen. Das ist vielleicht okay. Aber Wettbewerb ist, glaube ich, so mit Vorsicht zu genießen. Ja, genau. Es ist auch, auch schon im Präsenzunterricht so und irgendwie so eine Typfrage, wie man uns. Ich kann mir nur vorstellen, dass das gerade da durch die Online-Spiele sozusagen, dass da nochmal ein spezieller Thrill dann reinkommt sozusagen und dass man da sicher aufpassen muss, wenn man das sozusagen im Unterricht macht, genau. Ja. Ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon bald am Schluss. Ich hatte noch, ich gucke nochmal im Chat, es gab, glaube ich, noch ein paar Beiträge, also insbesondere vor allem nach den Quellen und sozusagen auch der Spiele, insbesondere, das können wir vielleicht dann im Nachgang auch nochmal klären. Ja. Genau, ich hatte sonst noch, der Punkt ganz am Anfang, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber das war auch für mich sehr interessant, dass du, glaube ich, die Motivation auch an den Begriff von Verantwortung geknüpft hast, dass man das sozusagen, die anderen Schüler dann sich sozusagen Verantwortung übernehmen für die Gruppe und dass das auch ein wichtiger Motivationsfaktor ist, sozusagen so einen Gruppenfaktor zu bilden. Das ist sicher auch irgendwie auch eine Challenge sozusagen, dann irgendwie das online herzustellen, aber auch eine tolle Anregung auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das kann ich auch empfehlen, gerade bei meinen Schülern im Teenageralter, so möchte ich es mal nennen, denen oft, glaube ich, vorgeworfen wird, dass sie schneller abgelenkt sind oder andere Interessen haben oder wie auch immer. Wenn ich ihnen Verantwortung gebe und ihnen sage, du übernimmst das und ich halte mich raus, dann kommen eigentlich tolle Ergebnisse, weil sie sich einfach nicht so bevormundet fühlen und sich sehr anstrengen. Und nicht nur, um mich zu beeindrucken, denn das will ich ja gar nicht, ich bin ja nur die Lehrkraft, sondern ihre Mitschüler. Und das ist mir viel wichtiger, dass sie ihren Mitschülern Mehrwert bringen und diesen Unterricht auch mitgestalten, aktiv, also dazu sind wir ja auch da. Es ist ja nicht nur meine Plattform. Ja, Paula, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken. Bei dir, Pascal, natürlich auch. Bei Paula ist da wirklich eine sehr interessante Sitzung. Ich freue mich auf unsere weiteren Webinare. Alle Teilnehmer werden von uns wieder angeschrieben über die nächsten Termine. Es geht beim nächsten Mal aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen konkreter sozusagen irgendwie um Lehrmittelgestaltung und das wird sicher auch eine sehr interessante Sitzung. Wir werden, wann das genau stattfinden wird, werden wir Sie alle noch informieren. Und dann würde ich sagen, schließe ich jetzt gerne und entlasse Sie alle in den schönen Freitag, Nachmittag und ins Wochenende, und es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen was mitnehmen konnten, und wie gesagt, wir lassen den Chat wieder offen, damit Sie noch ein bisschen sich austauschen können, und ich möchte mich an der Stelle schon mal verabschieden und Ihnen ein schönes Wochenende wünschen und vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.